Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Patch Note Update Video. Mit dem gestrig erschienenen Event ist noch der Patch 1.16 ins Spiel gekommen. Es gibt wieder eine Litanei an Bugfixes, auf die werde ich aber nicht eingehen, weil das eher uninteressant ist. Die meisten Bugfixes, die kennt man sowieso nicht. Dann gibt es noch Waffenänderungen an der 301, an der RE45 und an der Alternator. Die erkläre ich euch zum Schluss. Was es Interessantes gibt auf jeden Fall, es gibt jetzt, wenn man ein Match beendet hat, was heißt er beendet, wenn man drauf geht, das ist aber nicht im Solo-Modus so, sondern nur im Normal-Modus, wenn dich jemand weggerotzt hat und du komplett drauf gehst, dann gibt es jetzt so eine Art Abschlussprotokoll, nenne ich das mal, da siehst du, was der Gegner bei dir an Damage mit welcher Waffe gemacht hat und wie viel Damage auf Schild und hast du nicht gesehen und umgedreht, was du für Schaden gemacht hast. Das ist jetzt eine Einblendung, die brauche ich nicht unbedingt, die verwirrt eher. Gestern ist es mir zum Beispiel mitten im Stream passiert, dass ich hätte noch revived werden können, also meine Marke konnte noch geholt werden und ich habe auf einmal gequittet. Ob das jetzt so gewollt ist, dass ich das versehentlich gequittet habe, das weiß ich allerdings nicht so genau. Mir ist es auf jeden Fall passiert. Sollte das einem von euch passiert sein, dass er versehentlich gequittet hat, weil er nicht so richtig wusste, was er da machen sollte, schreibt es mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. So, dann gibt es noch eine Einblendung. Am Anfang von Season 2 war es so, man war sich gar nicht so richtig sicher, levelt man den Battle Pass überhaupt vernünftig. Nach jeder Runde sieht man jetzt auch noch einen Levelbalken, was man für Erfahrungspunkte für den Battle Pass macht. Das finde ich besser, weil das war anfangs ein bisschen verwirrend. Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung, die ich nicht schlecht finde. Dann gibt es einen Glitch bei Wraith, der wurde gepatcht. Gott sei Dank, ich habe es zwar nie selber festgestellt, dass das jemand benutzt hat, aber es war möglich, sich mit ihrem Ulti, mit einem Glitch konnte man den unendlich oft machen und war so eigentlich quasi unsterblich. Nee, das war nicht der Ulti, das war diese Unsichtbarkeit, die konnte man, sobald sie zu Ende war, konnte man die immer und immer wieder machen. Man konnte sogar dabei seine Waffen benutzen, obwohl man dann die Gegner nicht sieht. Also im Zweifelsfall oder im schlimmsten Fall konnte es so sein, du bist vielleicht alleine, deine Gegner sind in der kleinsten Zone, du machst dich unsichtbar, so lange bis deine Gegner drauf sind und du hast gewonnen. Das wurde auf jeden Fall behoben, das finde ich nicht schlecht, auch wenn es mir selber noch nie aufgefallen ist, dass das ein Gegner gemacht hat. So, kommen wir zu den Waffenänderungen. Achso, bevor ich zu den Waffenänderungen komme, ganz wichtig, dieses Wochenende startet ein doppelte Erfahrungspunkte-Event. Das geht 2 Tage lang. Man bekommt auf Battle Pass und auf den normalen Stufenaufstieg doppelte Erfahrungspunkte. Ganz wichtig. Wer Angst hat, dass er vielleicht seinen Battle Pass nicht auf 110 bekommen sollte, haut da ordentlich rein, da könnt ihr auf jeden Fall eine Menge Erfahrungspunkte sammeln. Kommen wir jetzt zu den Waffen und da muss ich mal ganz kurz ein bisschen wechseln, die habe ich nämlich jetzt nicht alle im Kopf. Und zwar wurde an der Alternator nochmal geschraubt. Und zwar geht es um die Disruptor Rounds. Die meisten von euch wissen, dass die Waffe mit dem Aufsatz immer noch zu stark ist. Meiner Meinung nach, ich kann es bestätigen, es ist tatsächlich so. Der Multiplikator wurde jetzt, der war ja ursprünglich, glaube ich, am Anfang auf 2,2 oder 2,1, wurde gebufft, nein, genervt, nicht gebufft, auf 1,7 und wurde jetzt mit dem Patch nochmal auf 1,55 runtergeschraubt. Das heißt, man braucht noch ein paar mehr Kugeln, bis man das Schild von einem Gegner gebrochen hat und den dann letztendlich plätten kann. Das ist auf jeden Fall eine Änderung, die ich auf jeden Fall sehr, sehr gut finde. Die RE45 haben sie im Gegensatz verbessert, was ich eine feine Sache finde, denn die war selbst mit den Disruptor Rounds der Alternator nicht mal ansatzweise konkurrenzfähig. A, haben sie die Grundmagazine etwas erhöht, beziehungsweise die Kugeln. Das Basismagazin, also das Standardmagazin, hat jetzt 16 Kugeln. Das weiße Magazin 19, das blaue 22 und das epische lilane Magazin hat jetzt 25 Kugeln. Was das im Einzelnen bedeutet, kann ich euch ganz klar sagen. Hat ein Gegner kein Schild, braucht ihr jetzt 10 Kugeln, um den zu plätten. Bei einem weißen Schild 14, bei einem blauen Schild 16 und bei einem lila Schild oder goldenen Schild, das ist vollkommen Latte, 19 Schuss. Das heißt, mit einem vollen Magazin ist es jetzt mittlerweile dann durch diese eine Kugel tatsächlich machbar, einen Gegner auch vernünftig zu plätten, ohne ständig nachzuladen. Das finde ich auf jeden Fall eine richtig geile Sache für die RE45, die ist im Nahkampf eigentlich ein absolutes Biest. So, dann wurde an der R301 noch ein bisschen geschraubt. Da wurde der Rückstoß etwas erhöht.
dass die auf Distanz nicht mehr so extrem präzise ist und das Rückstoßverhalten soll wohl zufällig sein. Bei den Waffen ist es ja so, dass wenn ihr das zum Beispiel im Training mal testet, ihr stellt euch mal vor eine Wand, ballert auf die Wand, ohne das Rückstoßverhalten zu kontrollieren, ergibt das immer dasselbe Schussmuster an der Wand. Und bei der 301 soll das wohl jetzt zufällig sein, ob sich das jetzt so stark an der Waffe bemerkbar macht. Das werden wir sehen. Vielleicht hat es der ein oder andere schon festgestellt. Das soll es soweit schon von dem Patch-Note-Video gewesen sein. Es werden in den nächsten Tagen ein paar mehr Videos von mir erscheinen. Das Event gibt Anlass dazu, ein bisschen mehr rauszuhauen. Wie gesagt, solltet ihr noch nicht Abonnent, was heißt wie gesagt, solltet ihr noch nicht Abonnent meines Kanals sein und wollt keine Infovideos verpassen, seid ihr bei mir genau richtig. Bei mir gibt es auch regelmäßig Livestreams. Den nächsten gibt es auch schon morgen Nachmittag. Das soll es jetzt von mir gewesen sein. Lasst einen Daumen für dieses Video nach oben, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Noch einen schönen Mittwoch gewünscht. Haut rein, ciao.